Hallo und herzlich willkommen. Das letzte Mal habe ich über das Erdbeben hier in Japan berichtet und ich habe dann ein Comment bekommen. Und zwar wäre es vielleicht interessanter zu wissen, wie man sich bei einem Erdbeben richtig verhält. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet und ein Like für mein Video. Nun, hier in Japan, da gibt es unheimlich viel Ausbildung dazu. Zum Beispiel in den Grundschulen, da wird den Kindern gesagt, dass die Hauben aufziehen müssen. Also sie haben eine komplette Ausrüstung, die sie mit in die Schule nehmen. Und jedes Kind weiß, dass man sich unter den Tisch setzt oder unter den Türrahmen stellt. Es wird schon von klein auf beigebracht, wie man sich richtig beim Erdbeben verhält. In den Firmen selbst werden Desaster-Schulungen abgehalten. Das heißt, heute üben wir, wie wir bei einem Unglück flüchten aus dem Gebäude, zum Beispiel welche Ausgänge da sind, etc. etc. Da ist dann jemand vorne, der erzählt alles und dann machen die das alle zusammen, komplett mit der Firma, also die ganze Firma zusammen. Ich habe das bei meinem Mann mitbekommen in der japanischen Firma. Ja, das ist das eine. Und für Neuankömmlinge wie mich, die neu nach Japan kommen, die nichts davon wissen, wie man sich richtig zu verhalten hat, da gibt es zum Beispiel das Yokohama Disaster Risk Reduction Learning Center. Und da kann man sich an einem Tag komplett informieren, wie man sich wann, wo richtig verhalten soll. So. Das ist was für die Leute, die sich gern, die dafür Zeit haben, die sich auf Japan vorbereiten und ja, die gern alles genau wissen möchten. Ja, und es gibt natürlich noch eine andere Ausbildung, und zwar, wenn die das Erdbeben erlebt hat in 2011, davon berichten, was passiert ist. Und da gibt es die Denshō-Rot. Und zwar heißt das, der nächsten Generation weitergeben, Geschichten erzählen. Die Denshō-Rot geht hier von unten von Fukushima nach Miyagi, Iwate, Aomori. Und zwar ist damals der Tsunami und das große Erdbeben war dort und was da passiert ist. Und da gibt es ganz tolle, ich habe auf meinem englischen Kanal darüber berichtet, aber worüber ich nicht berichtet habe, ist, wie genau das abläuft, für ein Beispiel. Und zwar gibt es da die Okawa Grundschule. Die Okawa Grundschule hatte 108 Kinder. Davon haben 74 ihr Leben verloren. Und das ist heute ein Tsunami-Denkmal. Damals, das wird hier, das hier gibt es so eine kleine Broschüre und dann wird das genau berichtet, was damals passiert ist. Hier ist so eine Zusammenfassung dieser Sache. Ich ziehe mal meine Brille auf und versuche das mal so einfach zu übersetzen. Also die Schule lag ungefähr 3,7 Kilometer vom Meer entfernt. Und die Schule lag nur 1,1 Meter über Meereshöhe. Also das ist nicht viel. Die Grundschule hatte 108 Kinder, 74 Kinder sind gestorben und 10 Lehrer. Und es hat 51 Minuten gedauert, bis der Tsunami die Grundschule erreichte. Das war mehr als genug Zeit zu evakuieren. Auch wenn man sich genau die Location anschaut, das zeige ich euch hier. Die Kinder hätten eigentlich gerettet werden können. Und gleich nachdem die Warnung war, sind viele Kinder zu den Bergen hingelaufen. Aber die sind dann zurückgekommen. Der Tsunami war 8,6 Meter hoch. Da gab es einen kleinen Hügel mit 9 Degree direkt hinter der Schule, wo die Shiitake-Pilze anbauen. Ich meine, das macht man ja auch bei uns in Deutschland, dass man so Gärten hat. Ne? Gruppe, als sie die Schule verlassen haben, ist genau 50 Minuten, nachdem das Erdbeben passiert ist. Die hatten also nur eine Minute. Die sind nur 150 Meter weit gekommen oder so. Ja, und das ist ein Monument und das ist etwas, was man besuchen kann. Und
an diesem Beispiel, das wird versucht weiterzugeben und die Lehrer und Kinder auszubilden, wie man das nächste Mal besser machen kann, dass das nicht wieder passiert. Das sind ganz traurige Beispiele. Ich habe mir das letzte Woche schon einmal durchgelesen und wir wollten eigentlich auch dahin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war ziemlich heftig, also als ich das erst gelesen habe. Ja, das sind Sachen, wie Japan seine Mitbewohner auf Desaster oder auf Erdbeben, Tsunami und allem möglich vorbereitet, indem sie das von der Generation zu Generation weitergeben. Und dann gibt es natürlich noch die Preparing for Disaster oder sich für ein eventuelles Erdbeben vorzubereiten oder Taifun, alles was so kommen kann, also wie man sich da richtig vorbereitet. Als ich hier in Japan angekommen bin, sind meine Kinder auf die japanische Schule und da habe ich dann auch schon einiges mitbekommen. Ich habe ehrlich gesagt so weit gar nicht gedacht. Ich hatte ganz andere Dinge im Kopf zu dem Zeitpunkt, als wir umgezogen sind. Das ging also so sehr, sehr schnell innerhalb von 6 Wochen. Und ich habe mich da eigentlich nicht so vorbereitet. Als wir dann weggegangen sind und wieder kamen nach Japan, da war dann kurz danach auch das große Erdbeben, ein Jahr später genauer gesagt. Und damals war es so, an der deutschen Schule Tokio Yokohama, die waren hervorragend. Es war ein riesen Erdbeben. Ich war in Tokio, meine Kinder waren in Yokohama. Mein Mann war in Shinjuku, also ich war in Gotanda, er in Shinjuku, meine Kinder in Yokohama. So, und was dann passiert ist, das ganze Telefonnetz ist zusammengebrochen. Und ich muss sagen, Facebook und Twitter waren die einzigen Sachen, wo ich Informationen herbekriegen konnte zu dem Zeitpunkt. Soweit ich weiß, hatte ich damals schon ein iPhone, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war die Sache, die unheimlich wichtig war, Informationen zu bekommen. Ganz in dem Fall, wenn man kein Japanisch spricht, so wie ich damals. Also ja, ich hatte natürlich ein bisschen Japanisch, aber also die Vokabeln für Erdbeben und etc., keine Ahnung. Und ich habe auch erst ich musste dann nicht meine Daten sparen, ich musste meine Batterie sparen. Das war ein Riesenfehler. Das wurde damals wohl nicht so unterstrichen, so wie heute, aber man sollte immer eine große Batterie dabei haben. Ich habe eine. Ich hatte früher eine kleinere. Ich habe die bei einer Freundin gesehen, die hat die mitgebracht. Ist auch eine Deutsche. Und hier ist sogar noch ein Licht dran. Und die funktioniert. Das funktioniert jetzt nicht. Ja, also hier ist eigentlich noch eine Lampe dran oder so. Aber das ist meine Batterie. Also damals in 2011 war das so, dass ich kaum noch Batterie hatte. Ich konnte meinen Mann nicht erreichen, konnte die Schule nicht erreichen. Ich habe dann auf Facebook geschrieben, wie geht's meinen Kindern, da. Und dann hat irgendjemand zurückgeschrieben. Und die Kinder mussten in der Schule übernachten. Das war natürlich für die ein Riesenabenteuer. Ich weiß nicht genau, wie die Lehrer das gestaltet haben. Das habe ich alles nicht so mitbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist so viel passiert zu dem Zeitpunkt und danach und davor. Und ich kann mich kaum noch an alle Einzelheiten erinnern. Aber ich versuche es einfach mal zusammenzubringen. Es ist so, dass, das war ein Problem mit meinem Mann zu erreichen. Es war ein Problem, Informationen von der Schule zu bekommen oder was mit den Kindern ist. Und es war ein Problem, nach Hause zu kommen. Und ich war noch falsch angezogen, das muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, hatte ich das schon mal auf diesem Kanal alles erwähnt? Keine Ahnung. Na, wie auch immer, ich war auf High Heels. Hier in Japan immer nur Turnschuhe oder Laufschuhe anhaben, also gerade wenn man unterwegs ist. Ich glaube, das ist so für mich Nummer eins. Immer Turnschuhe dabei haben und wenn die Turnschuhe nicht anhabt, sondern High Heels, dann Turnschuhe im Rucksack. Diese Batterie immer dabei haben. Dann immer Wasser dabei haben. Das, was man ja überhaupt nicht denkt. Ich meine, hier in Japan, es könnte ja sein, dass irgendjemand verhungert oder verdurstet. Hier gibt es alle 100 Meter ein Konbini, ja.
Aber an dem Abend, also wir waren vielleicht 2 Stunden später, ist mir eingefallen, nachdem das Riesenerdbeben war, dass ich durstig bin. Da bin ich in Konveni und da war nichts mehr. Kein Wasser, keine Suppen, kein gar nichts. Es war alles leergeräumt. Ne? Und das war natürlich auch ein bisschen schockierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, ich habe da jetzt nicht dran gedacht, da auf die Toilette zu gehen und vom Wasserhahn zu trinken oder so. Aber ja, da war ich schon ein bisschen geschockt, wie die Leute so reagieren können. Ne? Aber okay, es war, was es ist. Und dann kann man überhaupt nicht mehr weiter. Ne? Also man musste tatsächlich laufen, was nicht so schlimm ist. Der Nachteil der ganzen Sache ist, es war dunkel. Und wenn man nicht genau weiß, wohin man will, gut, da kann man aber noch fragen. Also das ist alles nicht das Schwierige, irgendwie nach Hause zu kommen. Also man hat ja seine Stelzen und dann geht das irgendwie. Also das ist so meine Erfahrung. Das ist jetzt, ich muss dazu sagen, ich war in Gotanda in so einem riesigen Gebäude. Ich saß im Café mit einer Bekannten und wirklich die Tassen haben Cha-Cha-Cha getanzt auf dem Tisch. Und das Gebäude hier auch so, ne? Und Kronleuchter. Chaos. Und ich persönlich, ich wollte raus aus dem Gebäude. Ich wollte aus dem Gebäude raus. Wenn das Ende so kommt, dann bitte unter freiem Himmel und nicht irgendwo im Gebäude verschüttet. Das war mein einzigster Gedanke. Also ich raus, aber meine Freundin ist hinter mir her. Daran habe ich natürlich nicht gedacht, dass ich jetzt das Vorbild für andere bin. Ja, das soll man natürlich vermeiden. Man soll versuchen, nicht in Panik zu geraten. Ich war nicht in Panik. Ich habe nur den Gedanken gehabt, nee, ich will hier nicht im Gebäude verschüttet sein. Und wir sind dann runter und dann haben wir unten am Eingang angehalten. Sie hat mir auch noch so ein bisschen festgehalten und dann ist mir, da ist mir erst bewusst geworden, dass sie hinter mir ist. Und das war natürlich klar, wenn oben was vom Gebäude runterfällt, das geht nicht. Würde ich das wieder so machen? Ja, immer wieder. Also hundertprozentig. Würde ich nie anders machen. Also lieber unten am Eingang oder nicht mittendrin und die Pipapo. Das Einzige, ich meine, es war ein kleineres Gebäude. Man hat ja meistens die riesen Shopping-Center. Da stellt man sich dann schon wieder mal an so einen Pillar, an so eine Säule. Oder die stärksten Gebäude, das weiß ich jetzt von meinem Mann, sind meistens, wo der Aufzug ist. Da kann man sich dann auch schön hinstellen. Das sind also nicht in den Aufzug, sondern davor. Das sind so die starken Sachen im Gebäude, wo man, das weiß man irgendwie, das kriegt man mit in Gesprächen mit Freunden und so. Daran denkt man auch immer. Oder einen Türrahmen. Ne? Ich versuche dann immer weg von den Fenstern, wenn die vielleicht zusammenbrechen. Das ist ja wie eine Guillotine, ne, wenn das Zeug runterkommt. Oder ja, das ist wichtig. So, dann kommen ja noch andere Situationen. Ist man zu Hause? Und gerade in 2011 war das ja immer so. Es waren ja so viele Nachbeben danach. Dann gab es da Fukushima, da kommen ja 1000 Sachen auf einmal zusammen, wo man an alles denken muss. Und da sind halt viele in Panik dann abgereist. Und da, ich denke, das war die größere Panik, dass man, und auch der größere Druck, dass man die richtige Entscheidung trifft. Ja, nun muss man dazu sagen, man selbst versucht dann das schon überlegt, alles eins nach dem anderen. Aber es kommen ja immer die Meinungen von dem direkten sozialen Zirkel drumherum. Und da kann man schon mal in die falsche Richtung beeinflusst werden. Auf der anderen Seite, man muss alle Meinungen hören, sonst kriegt man das nicht zusammen. Und ich habe mir auch ganz klar, ich wollte eigentlich auch weg wegen Fukushima. Ich habe nicht so viel Ahnung von der ganzen Sache. Und ich habe mich da einfach auf die Presse in Deutschland ein bisschen verlassen. Jetzt im Nachhinein oder damals war das dann so, dass ich mir aber dann gesagt habe, also von der Presse her hätte ich sofort gehen müssen. Das war für mich klar. Von der japanischen Presse her nicht. So, und dann habe ich mir gesagt, pass mal auf, das mache ich immer so. Du schläfst jetzt eine Nacht und dann überlegst dir, was du machst. Und in dieser Nacht war es dann so, dass ich dann von einem Experten, der selbst mal ein Reaktorleiter war, seine Meinung bekommen habe. Und da ging bei mir dann auch schon diese Alarmstellung schon sehr weit runter.
Aber ich habe die Verantwortung nicht nur für mich, ich hatte auch die Verantwortung für meine zwei Kinder. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, also er war so salopp, will ich es mal ausdrücken, hat gesagt, wir sind eigentlich nicht in Gefahr, nur wir sollten nicht bei Regen raus, das ist eine Riesengefahr. So, oder es könnte eine Riesengefahr sein, sagen wir mal so. Also ich tue das mal schnell zusammenfassen. Da spalten sich ja die Meinungen und da braucht ihr auch mir auch gar nichts unten hinschreiben, weil will ich jetzt gar nichts mehr von hören. Aber das war zu dem Zeitpunkt das, was mich beeinflusst hat, was ich machen soll. Und ja, und dann habe ich mir dann am nächsten Morgen gesagt, ja, das hört sich gut an, ich könnte eigentlich hier bleiben in Japan. Aber da ich ja die Verantwortung für meine Kinder habe, habe ich mich entschieden, nach Okinawa zu gehen. Ich muss dazu sagen, mein Mann, für ihn war das wie Fahnenflucht. Der hat das überhaupt nicht verstanden. Wieso, weshalb, warum ich gehe. Der hat auch fast eine Woche nicht mit mir danach gesprochen, obwohl er für mich die Tickets nach Okinawa gebucht hat und die Zimmer und alles gebucht hat. Die Flugtickets nach Okinawa und dann die Zimmer. Und kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland. Was ich damit sagen will, es ist unheimlich schwer. Also erstmal, das Erdbeben passiert sofort und das kann überall passieren. Man hört ja nicht auf zu leben. Man sagt ja nicht, oh, es könnte ein Erdbeben passieren und da gehe ich nicht raus. Das ist auf gar keinen Fall. Man geht raus. Und das sollte auch jeder auch so machen. So, und zurück zum Erdbeben. Jetzt hier zu Hause. Also wenn ich im Bett liege, also gerade nicht bei unserem jetzigen Haus, aber bei dem alten Haus, das war zweistöckig, da war ich immer ein bisschen nervöser als jetzt hier. Hier bleibe ich eigentlich immer im Bett liegen. Aber danach stehe ich immer auf, ich gehe immer raus, sehe, was beim Nachbarn los ist, höre, ob es einen Tsunami gibt und dann gucke ich runter ans Meer, ob da ein Tsunami kommen könnte oder so. Also das ist schon alles da. Sind wir auf ein Erdbeben vorbereitet? Ja, auf jeden Fall. Wir haben Wasser im Haus. Wir haben für die Toiletten so Säcke, falls wir kein Wasser haben. Wir haben Essen im Haus, alles mögliche, Kerzen und Batterien und den ganzen Schnickschnack. Also ich meine, inzwischen habe ich das schon fast vergessen, was ich alles da habe. Ich habe sogar für Vulkane, wenn ein Vulkan ausbricht, zum Beispiel Mount Fuji, habe ich die Kohlemasten da. Da kann man natürlich riesen Dinger haben, aber ja. Dann muss ich dazu sagen, wir haben Solar auf dem Dach bei Erdbeben. Das ist jetzt einmal eingesetzt worden. Und zwar ist das bei einem Taifun gewesen. Da waren wir ohne Strom. Wir haben ja diese riesen Masten hier über die Berge und da ist einer abgeknickt. Und da waren wir hier also es war nicht Hochsommer, aber es war super heiß. Abgeschnitten, keine Elektrizität und das bedeutet ja keine Klimaanlage hier in Japan. Und wer Japan nicht kennt, der Sommer ist hier wahnsinnig heiß, ne? Und da geht man kaputt, absolut. Und unsere 10 Kilowatt Solaranlage auf dem Dach hat einen Raum kalt gehalten. Ich konnte auch eine Waschmaschine laufen lassen. Also ich brauchte halt nur ein langes Kabel. Es ist nicht so, das ist jetzt nicht so eine Anlage, die umschaltet und dann automatisch wird das Haus versorgt. Das ist eine Anlage, die eigentlich dafür gedacht ist, wir können uns versorgen. Und es wird das, was wir mehr produzieren, wird verkauft. Und wenn das Ganze ausschaltet, dann funktioniert das ganze Ding nicht. Ja? Man muss nur so einen Stecker da einstecken und dann funktioniert das. Da muss noch so eine extra Anlage dazu angeschafft werden. Aber in 5, 6 Jahren ist es einmal passiert. Also wir werden uns das anschaffen, aber nicht so schnell. Ja, woran muss man noch denken? Viele, also von Neuseeland jetzt nur, was ich so mitbekommen habe, wenn da ein Erdbeben ist, viele la lassen die Badewanne volllaufen. Ist auch eine gute Idee, finde ich nicht schlecht, damit man immer genügend Wasser hat. Das ist jetzt oben in Tohoku passiert. Die hatten Erdbeben und tagelang ohne Wasser. Das finde ich ganz schlimm. Ne? Und so viel Wasser habe ich auch nicht zu Hause, dass wir jetzt da mit spülen könnten oder sonst irgendwas. Da muss ich mir mal vielleicht was einfallen lassen, weil das ist ein Problem. Das ist definitiv ein Problem.
Aber es ist halt auch so, zum Beispiel bei dem Taifun damals, wir haben hier Gemeindehäuser, ja, und da geben die dann, was weiß ich, Eiswürfel aus oder irgendwas, was die Leute brauchen, Essen und etc. Also da ist so, das ist so super top organisiert hier in Japan. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Ach, was ich noch gar nicht erzählt habe. Ja, wir machen hier auch einmal im Jahr mit unserer Gemeinde so eine Erdbeben- oder Desasterübung. Ne? Also das ist auch, das läuft auch. Wir sagen dann, wie du was verbinden, dann machen wir ein Rote Kreuz, so eine Art Rote Kreuzkurs, was ist der Erste Hilfe und wo müssen wir genau hin, dann gehen wir direkt dahin und dann wird gezeigt, wie man die Zelte aufbaut und jetzt durch Covid gibt es ja die Zelte, früher gab es nur die Decken, ne? Und also das ist alles super organisiert, da brauchen wir uns eigentlich nicht so viel Gedanken machen, aber es kommen halt Sachen, worauf eigentlich meistens nicht so vorbereitet wird. Ne? Oder doch, aber das fällt einem dann nicht so auf. Zum Beispiel in Neuseeland, als wir das große Erdbeben hatten, dort hatte ich zwei Franzosen zu Besuch. Und die wollten eigentlich von Christchurch hoch zu, da oben wird ja Wein angebaut und alles. Und dann hätten die übergesetzt mit der Fähre nach zur Nordinsel in Neuseeland. Und man hat dann schon die Bilder gesehen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, mit den Kühen da und so. Und ja, und dann haben wir kurz uns beraten und haben gesagt, ja, was sollen wir da am besten machen? Ja, und dann war ich auf einmal diejenige, die den Ratschlag gibt. Ne? Und ich habe mich eigentlich nie so gesehen, weil normalerweise ist es mein Mann und der war zu dem Zeitpunkt nicht da. Ja, und mir ist dann, das kommt aber auch dann auch logisch irgendwie. Ich denke, wir sind alle irgendwie darauf vorbereitet. Ja, wenn da was kaputt, da sind auch Straßen kaputt. Und natürlich kann man dann nicht mit dem Auto so hochfahren. Sollte man überlegen, es kann natürlich auch anders sein. Aber man muss ja in dem Fall von dem Schlimmsten ausgehen. Und das haben wir dann auch so gemacht. Die sind dann von Christchurch nach Wellington hochgeflogen. Und da hatten die dann auch nochmal Riesenpanik. Da gab es dann irgendwas. Ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern, da hat er mich dann auch angerufen und dann habe ich gesagt, das ist ein bisschen, ich glaube, da war ein bisschen Überschwemmung oder so. Aber ich habe gesagt, ich kann das jetzt nicht so beurteilen, aber normalerweise dürfte das kein großes Problem sein. Ja, ich glaube, die sind auch dann auch gut im Hotel angekommen und alles. Wenn ich Zeit in der nächsten Zeit habe, werde ich vielleicht mal zum Disaster Preparing Center gehen in Yokohama. Da gibt es auch Simulationen, wie das sowas wie ein Erdbeben stattfindet. Also wenn ich Zeit habe, werde ich es machen. Vielleicht nicht, mit Sicherheit nicht im nächsten Video, weil das ist im Moment habe ich wenig Zeit. Aber sobald ich werde dran denken, ich habe es im Hinterkopf und dann gehen wir mal dahin und ich zeige euch das hier auf dem YouTube-Kanal. Man muss doch dazu sagen, es gibt ja diese vertikalen und die horizontalen Erdbeben. Die horizontalen finde ich eigentlich nicht so schlimm. Ich finde die vertikalen schlimmer. Und hier in Japan baut man ja auch so, dass die Häuser auf diesen Erdbeben tanzen. Ja? Das sind alles Holzhäuser. Wenn man von Deutschland kommt, das Erste, was einem als Deutscher auffällt, ist, wie schlecht die Häuser isoliert sind. Aber das ist genau das, was du hier brauchst. Wenn hier alles top isoliert wäre, würden die auch crack, crack, crack. Gehe ich davon aus. Ist alles so ein bisschen mit einer Gap. Oder da ist überall ist eine kleine Spalte. Und die Häuser werden auch ruckzuck aufgebaut. Also hier werden jetzt gerade bei uns in der Nachbarschaft noch fast 100 Häuser gebaut. Vielleicht mache ich da mal so ein Timelapse, dann könnt ihr euch das mal angucken. Und in Deutschland haben wir ja eigentlich nur Ziegelhäuser, ne? Oder Fertigbauteilhäuser. Und die sind natürlich nicht flexibel. Wenn da jetzt ein Erdbeben wäre, die würden dir sofort zusammenbrechen oder die Ziegel kaputt brechen. Das ist ja ein gutes, da ist ja Christchurch, wenn ihr das mal googelt, 2011 ein Beispiel dafür, wie schlecht es gehen kann. Ne? Die haben ja sogar auch auf Sumpf gebaut. So, und hier in Japan, also ich bin kein Bauingenieur,
Ich sage nur, wie es ist, was ich mitbekommen habe. Hier in Japan, natürlich, hier gibt es auch Häuser, die auf weichen Untergrund gebaut sind, der vielleicht wegrutschen kann oder der vielleicht, wo Wasser noch durchläuft. Das ist immer schlecht. Ne? Wenn ihr aber jetzt, wir, also ich bin jetzt nun mit einem Bauingenieur verheiratet, und was er immer zuerst checkt, ist der Grund, ob der fest ist. Wir sitzen direkt auf dem Felsen. Puff. Und er hat auch schon, hatten uns schon mal ein anderes Haus angeguckt, und dann hat er nur gleich gesagt, nee, das sieht ganz schlecht da drüben, das ist ganz schlecht da oben. Also es gibt so Areas, wo er auf gar keinen Fall hinziehen würde. Also sagt, nee, der Untergrund ist zu schlecht. Wird aber trotzdem drauf gebaut. Für andere ist das vielleicht dann doch nicht so schlimm. Ne? Also da gibt es ja diese Regelungen. Japan ist sehr, sehr sicher. Aber er sieht das dann nochmal anders. Ne? Also finde ich auch gar nicht so schlecht. Ob das wirklich sicherer ist oder wie viel sicherer das ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden, wenn er ein Haus kauft oder ein Apartment. Ne? Naja, gut, es gibt noch was. Ja, man wartet auf das große Erdbeben hier in Tokio. Und jedes Mal, wenn jetzt ein Erdbeben passiert, was so ein bisschen über 5 geht, über die Skala, da denkt man schon, oh mein Gott, heute ist es das. Es ist bald soweit, es ist bald soweit. Da macht sich natürlich jeder Sorgen. Und viele sagen auch, die wollen zu dem Zeitpunkt nicht in Tokio sein. Und für mich persönlich, da denke ich auch drüber nach. Zum Beispiel, ich fahre ja ungefähr eine Stunde nach Tokio. Ich werde jetzt diese Woche mit meinem Sohn zusammen Japanischschule machen. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, wenn ich jetzt jeden Tag nach Tokio fahre, wie ich das genau organisiere. Erstmal muss ich ja meine Schulbücher mitnehmen. Gut, man kann auch viel digital machen. Und dann bin ich vorbereitet. Meine größte Angst ist eigentlich, dass ein Erdbeben passiert und dass ich dann in Tokio feststecke. Und mein Mann selbst, die saßen ja da 12 Stunden auf ihrem Bürohocker. Ne? Und darauf habe ich ja keinen Bock. Also nee, das ist das Allerletzte. Ja, ich würde wahrscheinlich in ein Hotel gehen und dann nur schlafen. Weil ich werde dann das nächste Mal nicht wieder zurückfahren. Die Züge gehen mit Sicherheit nicht. Da muss man sich so oder so drauf vorbereiten. Ich kann nicht jetzt jedes Mal mein Zelt nach Tokio mitschleppen. Zumal, na gut, man könnte im Park zelten oder so, aber im Sommer, weder im Sommer noch im Winter würde das gehen. Im Sommer wird man von Mücken aufgefressen und im Winter ist es zu kalt. Ja, und Frühling ist auch zu kalt. Es ist jetzt Frühling, aber jetzt zum Beispiel, bald fängt ja auch wieder die Regenzeit an und überhaupt. Ja, das ist meine einzigste Sorge. Und ich denke, das muss dann sofort, wenn das Erdbeben passiert, muss ich sofort Booking.com Zimmer mieten in der Umgebung von der Schule. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so mit dem Zug nicht zurück nach Yokosuka kommen. Und dass wir entweder laufen müssen, Fahrrad oder Taxi. Busse gehen gar, also die sind meistens überfüllt, Taxi auch nicht. Und dann sollte man doch lieber die Ruhe bewahren und dann, was weiß ich, eine Nacht im Hotel übernachten. Ja, so würde ich das wahrscheinlich machen. Eigentlich wollten wir uns eine Wohnung mieten, das kann auch noch passieren, aber wir fahren jetzt erstmal einen Monat nach Tokio und dann schauen wir, wie es läuft. Und wenn uns das zu viel ist, dann werden wir eventuell uns eine kleinere Wohnung holen in Tokio, wo wir von Montag bis Freitag wohnen. Und Wochenende kommen wir hier nach Yokosuka zurück. Das ist auch eine gute Idee. Ja, das sind so unsere Sorgen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und wenn ihr euch für irgendwas hier in Japan interessiert und so darüber berichten, sagt mir Bescheid, schreibt das unten in die Comments rein und ich werde versuchen, die Fragen zu beantworten oder ein Video drüber zu machen oder ja, irgendwas. Ne? Bis dann. Tschüss.